Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Echo. Guten Tag. Neue Aufnahmesession, neues Glück. Ich glaube, bis zum Tag der Aufnahme ist Folge 2 erschienen. Der Aufnahme. Also, wenn ihr jetzt schaut, müsste das Folge 7 sein und Folge 2 ist an dem Tag erst raus. Das ist noch relativ jung, die Aufnahmesession. Ja. Ich bin gerade reingekommen, habe tierisch Hunger gehabt, habe ich mir schnell mal ein paar Beeren reingezogen. Ich hatte hier meine Werkbank, hatte ich ja noch. Hier, da hatte ich ja noch Beeren. Die wurden mir ja vorbeigebracht von der netten Community. Die ich eigentlich für dieses Pharma-Rezept brauchte. Aber das brauche ich gar nicht, weil ich habe genügend. Es sind noch 14 Wheat hier drin. Außerdem waren ein paar neue Rezepte drin. Masonry, Glassworking und Engineering. Das heißt, wir haben neue Skills gelernt oder Grundlagen der Skills. Und wir sehen unten links... mein Mauszeiger müsste diesmal mit aufgenommen werden. Hahaha. Jetzt diesmal müsste mit aufgenommen werden. Ich hatte den irgendwie aus. Also wenn ihr die ersten 6 Folgen gesagt habt, ey, Minja, ist der Mauszeiger. Ja, den hatte ich ausgeschaltet, aus Versehen. In OBS kann man das ausschalten. Und habe ich getan. Hier habe ich 20 Skillpunkte. Gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns gleich genauer an. Erstmal habe ich 40 weitere... Muss man auch den Mauszeiger sehen. Seht ihr den Mauszeiger? Für alle die, die 6 Folgen lang darauf gewartet haben, dass man den Mauszeiger sieht, jetzt sieht man ihn. Habe ich diese Claim-Blöckchen, ne? Kennt ihr schon. In den Folgen davor. Dort können wir uns mehr Land abstecken. Ach, guck mal, da drüben ein Nachbar. Das ist ja cool, ich habe einen Nachbarn. So. Zack, zack. Dann werden wir gleich mal vorbeischauen. Wenn ich hier mein Land geclaimt habe. Ich habe das aber ziemlich... Ups. So. So. Ich glaube, ich gehe mal hier runter und claime mal fleißig. Das ist noch rot. Das ist grün. Grün. Dann claimen wir mal ein bisschen so vor uns hin. Noch ein bisschen unser Land erweitern. So, jetzt haben wir bis hier. Das werden wir auf jeden Fall mit einnehmen. Das werden wir mit einnehmen. Hier unsere zukünftige Treppe. Ups. Ditte. Dit. Und dann gehen wir noch ein bisschen nach hinten raus. So, bis wir die 20 Blöcke praktisch aufgebraucht haben. Zack. Brauchen wir ein bisschen, bis er praktisch die in die Datenbank schreibt. So, ich glaube, wir hatten in der gesamten Zeit... Hatten wir einen Server-Crash, wenn ich mich recht erinnere. Also einmal ist die Kiste abgeschmiert. Wir haben noch 11. Zack, zack. Da haben wir schon. Da haben wir. Da haben wir. So, jetzt müssen wir bis runter und darüber haben, oder? Wie sieht das auf der Map aus? Lass uns mal kurz die Map generieren. Ja, sieht ganz gut aus. Wer wohnt denn hier? Dalinus LP und Eisi sind hier drüben am fleißig am Bauen. Das ist schön, gemeinschaftlich. Ich meine, ich spiele zu selten, dass ich das irgendwie, ne, machen könnte. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die 5 hier runtergehe oder die 5 hier hinten dran. Ich glaube, ich gehe lieber hinten dran. Das will ich im Wasser, ne? Macht auch keinen Sinn. Gucken wir mal bei Nachbarn mal vorbei, was da so los ist. So. Das lassen wir mal den Weg. Nicht, dass ich den da irgendwas blockiere, was dann notwendig ist, um da den Weg dran zu setzen oder sowas in der Art. Zack. So, das war's dann mit den Pflöcken. Das heißt, wir haben jetzt hinten hinterm Haus noch so eine Reihe, die wir bebauen können. Ja, na super. Was ist denn da auf meinem Dach los? Ich glaube, die Tiere haben Angst, ausgerottet zu werden und deswegen versammeln sie sich auf meinem Dach. Da ist ja mal richtig Party. Ich muss... unbedingt ein richtiges Dach da setzen. Tja. Gut. Wir gucken mal nach den Skillpunkten, was wir noch vergeben können. Ne? Wir können ja jetzt einige Punkte vergeben. Ich glaube, wir brauchten für irgendwas Level 3 bei der Workbench. Deswegen... Ah, sind wir auf Max-Level. Okay, alles klar. Was können wir denn noch? Es gibt irgendwo die Effizienz. Warte mal, gibt es hier größere Truhen? Trading Unlock. Level 2 Civic Skillbook. Ich würde sagen, wir gucken mal, was wir herstellen wollen und dann können wir uns entscheiden, was wir hier an Punkten
Boden vergeben. Agrarkultur. Ich würde gerne ein Feld anbauen. Das wäre irgendwie schön. Farming. Hätte ich echt irgendwie Bock. Das sind die Farming Tools. Das schauen wir gleich mal. Deswegen, das backen die da auch immer hoch und runter, weil da einfach gar kein Platz mehr ist auf dem Haus. Sehr krass. Okay. Gut, gut, gut. 13 Steak hat dir jemand vorbeigebracht. Das ist ja geil. Das Essen? Hm? Gibt es nicht zu essen? Weil ich wahrscheinlich satt bin, wa? Da, was ich im Magen habe. Okay, geht nicht. Das ist ja lieb. So, warte mal, wenn ich mich ja recht erinnere, hatte ich hier im Lagerfeuer. Genau, die letzte Folge haben wir beendet. Genau, das war das mit dem Power und Consuming und so ein Kram. Hier hatte ich mein Steak noch drin. Habe ich mal in der letzten Folge, die ich aufgehört habe, habe ich hier so ein bisschen durchgescrollt und habe als das Hirsch, den Hirschen gesehen. Es war auch schon spät. Wir hatten schon 6 Folgen Echo aufgenommen. Aber hier ist das Steak. Ne? Hier, da. Rennen wir uns erstmal schön ein Steak. Können wir nicht? Warum können wir es nicht? Weil wir Campfire Cooking Level 2 brauchen. Und das ist der erste Schritt, bei dem wir neue Punkte verteilen. Nämlich Campfire Cooking Level 2. Wir werden das jetzt ganz gezielt ausgeben. Ich sehe immer so einen Schatten von so einem Elch. Redst du da gerade mit meinem Bruder? Nee, kann nicht sein. Tut mir leid. Hier, jetzt. Order. So. Schönes. Ist schon was kommen. Wir können in die Hocke gehen. Gibt's nicht, gell? Hocke. Hocke gehen gibt's nicht. So. Ach. Mist. Ich weiß jetzt was. Ja. Das ist natürlich jetzt blöd. So. Okay, ich muss mal kurz tappen. Geht das während der Aufnahme? Klar geht. Klar, Minja, das machen wir einfach mal. Oder ich drück doch mal Alt-Tab. Starte mal Hintergrund Photoshop. Ich wollte das in Steam einbinden, siehst du? Bis zur nächsten Folge werde ich Besserung geloben und das versuchen in Steam einzubinden, dass ich eine Screenshot-Taste habe. Weil nichts ist schlimmer als keine Screenshot-Taste. Ich meine, ihr wisst Bescheid. So, kommen wir zurück. Mauszeiger. Noch zu sehen in der Aufnahme. Wow, ist auch der Mauszeiger zu sehen. So, das braucht jetzt 9 Minuten. Ja, yeses. Okay, das braucht ein bisschen. Da können wir andere Dinge machen. Was mir wichtig wäre, ich würde gerne einen Karren haben. Also ein Transportmittel, damit ich nicht ständig hin und her schleppen muss. Oder mehr Inhalt oder... ich habe keine Ahnung. So, schauen wir doch mal. Ne, hier können wir nur lernen. Das ist Quatsch. Wo im Skilltree gibt es Wagen? Engineer? Können wir da das Rad erfinden und dann Waterwheel? Oh. Windmühlenrezept. Wow, und dann kann man Öl raffinerieren. Na super. Das ist der Planet ja schneller kaputt, als wir gucken können. Mechaniken. Powered Cart. Was? Ich kann einen Motor bauen? Okay, wusste ich gar nicht. Industrie. Ich will nicht Industrie. Ich will mit der Natur leben. Ich bin doch ein Baumschmuser. Road Construction. Oh, cool. Civil Engineering. Das lerne ich jetzt. So, Asphalt Road. Copper Pipe Recept. Röhren. Asphaltrampen. Aber Asphalt. Okay. Computertechnologien. Noch niemand hat Computersachen gelernt. Weil noch niemand. Achso, muss erst über den Skill. Naja, alles klar. So, wo ist denn hier der Karren? Wo gibt es Karren? Wo kann ich. Muss ich mir mal hier ein bisschen durch. Schisseln, die Schnisseln. Woodcart Recipe. Woodworking. Aha, aha, aha. Aha, Sawmill Recipe. Okay, verstehe. Und hier? Lumber Recipe. Wood Stairs.
Also das habe ich doch schon. Lumber Roof. Vielleicht geht das ja besser. Dann will ich hier auf jeden Fall einen Punkt haben. Lumber Roof ist Level 2. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall Holzverarbeitung. Was wollte ich noch? Genau, ich wollte... Barrel... Fässer kann ich machen. Ich wollte Bäume anpflanzen. Dazu habe ich was gelesen. Das muss ich gleich mal eruieren. Farming. Werde ich auf jeden Fall lernen. Soil, genau. Das ist mit dem letzten Update dazu gekommen, habe ich gelesen. Und zwar mit der 5.5, wo wir, glaube ich, gerade sind. Oder mit der 5 überhaupt. Oder war es 5.4? Bin mir unsicher. Das ist mit dem Dünger. Soil ist Düngen. Und das ist vor kurzem dazu gekommen. Top-User, Level 1. Guck mal, Dalinus, Folion. Okay, 5 Leute können das praktisch. Man soll nämlich auch immer ein bisschen auf die Tooltips achten. Fertilizer Speed. So, was ist dann... Das Hole-Rezept. Dann wollen wir auf jeden Fall das auch haben. Jetzt auch schon knapp mit den Punkten. Dann gibt es hier verschiedene Beeren. Okay. So, wo stelle ich den Karren her? Kann ich das hier herstellen? Wir gucken mal kurz durch. Store. Ne, wir machen keinen Store. Lock Roof, das haben wir gelernt. Wo ist der... Wo ist der Karren? Store? Nee, Status ist alles Quatsch. Wo kann ich den... Na? Zu. Wo kann ich den Karren lernen? Oh, was war denn hier? Wir hatten den Farming-Tisch. Ach genau, das war mehr so... Sachen kochen. Ah, guck mal hier. Na ho. Da können wir nämlich den Boden nämlich vorbereiten. Forest Farming. Hier. Das müssen wir machen. Das müssen wir. Wir müssen Forest Farming auf jeden Fall lernen. Grassland. Forest. Okay. Jetzt haben wir. Heisi, hi. Moin. Du hast einen Hammer in der Hand. Ich leg dir einen Karren in die Kiste. Oh, das ist ja nett. Dankeschön. Ein Karren wird mir sofort gebracht. Dankeschön, Izzy. Sehr cool. Ach ja, und jetzt, wie setze ich den? Jetzt bin ich mal gespannt. Gucken, ob wir den überall verwenden kann. 8 Minias. Aha, ich sehe ihn schon. Aber da brauchen wir am besten eine Straße, oder sonst holpert das doch wie die Sau. Probier's mal. Ich habe einen Karren. Minias Woodcart. Danke, Izzy. Wie greift man dazu? Ah ja, Public Storage. So, wie nehme ich das Ding jetzt? Oh. Okay, laufe ich vorwärts? Anscheinend. Und geht es auch über Stock und Stein? Ob ich wieder hochkomme, das ist viel interessanter. Okay, wir drehen uns ein bisschen um. Nein. Okay, das wird nichts. Okay, der Karren, deswegen bauen die alle Wege, ne? Deswegen bauen die alle Wege, weil man kommt nicht hoch. Shit, ich habe meinen Karren festgefahren. Ja, da steht da mein Minias Woodcart. Sehr gut. Okay, wir müssen also Wege. Wir müssen uns also darum kümmern, dass die Wege geebnet sind. Das heißt, wir müssen hier irgendwie schon mal... Ups. Müssen wir irgendwie den Weg runterkriegen. Wie planiere ich Wege? Das muss ich... Bin mal gespannt, was er macht. Ja, achso, ja, klar, Izzy. Genau. Natürlich kann ich da den Weg hoch. Verstehe ich. Aber ich will ja das... Kannst den Karren mit dem Hammer wieder aufnehmen. Ah, okay, alles klar. Ja, cool. Danke für die Infos. Cool. Mein Woodcart. Gut. Dann würde ich sagen, zum Ende der Folge gucken wir uns mal ein bisschen bei den Nachbarn rum. Kommst du mit, Izzy? Komm bestimmt mit. Was ist denn das hier aufgeschüttet worden? Aber nicht schön. Müsst ihr doch irgendwie hübsch machen. Was ist denn das? Ein Baum im Haus. Ein Baumhaus. Ach, ihr... Wo ist denn das?
Ob denn hier vor ist das eure Mine? Bin mal gespannt. Ah, Mine. Stehe. Okay. Okay. Aber warum macht man so einen riesen Klotz? Will man im Berg wohnen? Wahrscheinlich, ne? Ah, guck mal hier. Hier wird kultiviert. Hier werden Bäume angesetzt. Das ist ja cool. Das müsste ich jetzt auch können, ne? Ich habe nämlich was gelesen. Das will ich jetzt mal zum Ende der Folge ausprobieren. Wir gucken dann später hier nochmal vorbei. Und zwar, wie man am besten diese Baumsprösslinge kriegt. Wir müssen uns unbedingt schlau machen, wie wir das hier, wie wir das planieren. Dass wir uns auch so einen Weg nach Hause machen können, darüber. Ein einsamer Karren steht in der Wildnis rum. Wir müssen die da vom Dach runterbekommen. Das heißt, wir brauchen wirklich viel Bäume. So, folgendermaßen. Man soll... Wie war das? Soll man mit der Axt... Soll man auf die Äste schlagen? Und da würde man dann ab und zu Samen rauskriegen. Wenn ich jetzt alle abschlage... Ich probiere es mal. Stand da. Habe ich gleich kahle Bäume. Ob das auch so toll ist? Weiß es nicht. So, wie weit ist... Nicht drüber gelaufen? Nee, ist noch an. Aber wahrscheinlich ist das... Ah, wahrscheinlich ist das Fleisch fertig, ne? Siebenmal und siebenmal Tallow. Fett. Damit kann man Kerzen machen, meine ich. Crafted at. Crafted it at. Ah. Das hat auch Kalorien. Können wir jetzt ein Steak essen? Hm, anscheinend noch nicht. Oder wir dürfen nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das Fleisch durchgebraten und das Feuer ist ausgegangen. Das ist schon mal gut. Schon mal sehr gut. Okay. Probieren wir nochmal was anderes. Aha. Schön. Also, auch wenn ich nichts kriege. Nicht die Äste abschlagen, sondern die Blätter. Naja, hab ich verrafft. Nein! Hab ich jetzt welche dazu bekommen? Nö. Wie betrügt mich. Also fresse ich jetzt Fett. Nein, mach ich nicht. Ja, wir gucken mal kurz auf der Map. Hier ist Storage. Da ist Wumsi. Da am Wasser, genau. Sundadu. Okay, wir scrollen mal ein bisschen raus. Wer ist hier? Silly. Silly. Und hier Mr. Rumpel. Und dort Tribune. Bin ich ganz schön verteilt, ne? Wow. Okay, krass. Hier wurde zum Beispiel eine ganze Insel eingenommen. GMS hat sich eine Insel geordert sozusagen. Ist ja auch schick, ne? Mitten im Wasser drin. Was ist denn das hier? Das ist auch ein relativ großes Gebiet. Nuke. Nuke wohnt da. Da ist auch auf einer Insel... Hat sich jemand auf eine Insel zurückgezogen? Der ist auch da. Darkseid ist da. Der ist zu Hause. Also man sieht schon, es hat sich schon ganz schön entwickelt. Hier, Duke Skywalker, Wimbold. Meister Vivi wohnt hier nebenan. Also da müsste ich mal als nächstes zu Besuch hin. Machen wir in der nächsten Folge. Also ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge von Echo wieder und dann schauen wir uns noch ein bisschen auf der Insel um. Und bis dahin habe ich rausgefunden, wie ich Wege baue. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.